So, schon mit Anlauf wieder. Da haben wir schon die Hütte gesehen. Und Joel und Tommy wurden heftig, aber sowas von heftig, verprügelt. Von den Leuten von Abby und Owen. Wir müssen jetzt mal hier da reinkommen. Aber bestimmt sind die Leute von, also die Leute, Wachmänner, Wachposten von Abby und Owen. Warte mal, können wir da durch? Ja. Oh, da ist es. Aber wir sind ja nicht alleine. Erstmal gucken, Lauschmodus. Nicht zu sehen. Erstmal gucken, was wir laden. Erstmal schön laden hier. Oder ein Schuss. Nachgeladen. Joe? Tommy? Da geht's nicht runter. Können wir da was sehen? Spiegelt zu sehr. Da kann man rein. Das war entweder Tommy oder Joel. Auch hier eine PS3 oder was? Nee. Aber alles schön verstaubt hier. Aber bevor wir... Mal gucken, ob wir noch was erstellen können. Okay, ein Medikit haben wir noch. Das ist schon mal gut. Ganz vorsichtig. Oh, shit. No. Also, wir müssen erstmal gucken hier, ob wir was finden. Das auch nichts. Die Küche. Da geht's runter. Wie ein Verprügelter.
Okay, hier finden wir nichts mehr. Schnell nach unten. Wir müssen da rein. Nagelt sie fest! Finger weg! Fesselt sie! Lasst mich los, verdammt! Mistcheck! Ihr habt sie! Ihr habt sie doch! Okay! Ich mache euch alle kalt! Was ist los? Lasst ihn frei! Wer ist das? Lasst ihn hat frei! Hat sich eingeschlichen! Warum schiebt niemand draußen Wache? Wir dachten nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf. Bitte tu das nicht. Joe, bitte steh auf. Nein! Schmoren der Hölle. Ich bringe euch um. Nein. Tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten! Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten, um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos.
Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark... Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Junge, Junge, Junge. Also ich habe jetzt gerade überall Gänsehaut. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Und das heißt wohl... Joel ist von uns gegangen. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion. Ach, Mensch. Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Hm.
Nun heißt es also Rache nehmen. Rache nehmen. Wegen Owen und Abby. Also das hat mich jetzt richtig, richtig geschockt. Damit hätte ich gar nicht gerechnet. Es kann so ein schöner Tag sein hier, aber natürlich für diesen Tag ein schwerer Verlust für Ellie, Tommy. Das muss wohl sein Haus sein, ja. Wir müssen da jetzt rein. Ganzen Beileidskarten. Ach ja. Hier unten. Danke. Wir gucken aber erstmal hier alles durch. Das hat sie wohl gezeichnet dann? Das war ein guter Tag. Ja, interessiert dich für Reptilien? Also Dinosaurier. Sind Dinosaurier Reptilien? Ich glaube schon, oder? Da kennen wir nicht so aus, aber. Ah ja. Noch ein Bild. Das Ellie zu sehen. Noch ein neuer Eintrag.
das ist so eine gedrückte Stimmung jetzt. So ein Riesenhaus hier. Ja, kann man was sehen hier? Da müsste auch Joel und Tommy sein. Ist das hier? Ach, da hat er Musik gemacht. Da hat er wohl die Gitarren repariert. Sogar geschnitzt hat er auch noch. Oh, Alter. Ich weiß, Leute, wir gucken jetzt einfach jede Kleinigkeit an. Ich will halt jeden Moment hier genießen. Deswegen nimm's nicht so übel, ne? Aber für dieses Gameplay mache ich das gerne. Gekocht oder was war das? Ein Wasserkocher? Seine Jacken. Sein Rucksack. Das müsste auch, glaube ich, noch im Bad sein. Und da ist das eine Bild, genau, von seiner Sarah. Die er ja verloren hat. Ganz am Anfang. Wo es gerade ausgebrochen ist.
Das ist schon was, so diese ganzen Kleinigkeiten nur. So, auf dem Bett war noch was. Die hat er also immer noch. Sein Revolver. Sein guter Revolver. Was ist da noch drin? Ne? Nichts mehr. Alles okay? Denke mal, wir haben jetzt alles hier durchsucht. Maria. Ich bin unterwegs nach Seattle. Ich kann es nicht auf sich beruhen lassen. Diese Leute müssen bestraft werden. Ellie wird mir folgen wollen. Bitte halte sie auf. Nimm ihre Waffen. Schließ die Pferde ein. Oder schließ sie ein. Verschaff mir die Zeit, das zu beenden. Ich liebe dich, Tom. Er wird da draußen sterben. Er hätte mich mitnehmen sollen. Du hättest Leute abstellen sollen, die Wichser jagen. Ich wünschte, ich könnte. Willst du mich jetzt hier einsperren? Ich will, dass du hier bleibst. Das wird auf keinen Fall passieren. Ich will, dass du hier bleibst, aber ich weiß es besser. Du begleitest sie? Ja. Ihr würdet euch also einfach wegschleichen. Ja. Zu Fuß? Leute werden euch rauslassen mit den Pferden. Und nehmt Munition mit. Danke, Maria. Nur tut mir einen Gefallen. Und bringt meinen idiotischen Mann heil zurück, bitte. Na klar. Los mit euch, bevor es dunkel wird. Seattle. Tag 1. Dieser Hunter war auf ihn und drückte ihn runter. Joel kam nicht an seine Waffe ran. Was? Hattest du Angst? Tja, ich dachte gar nicht nach. Ich rannte hin, griff die Waffe und schoss den Kerl in den Kopf. Wie alt warst du? 14. Wann hast du zum ersten Mal jemanden getötet? Du meinst Infizierte? Nein,
Gesunde, nicht infizierte Person. Mit 10? Wow. Was ist passiert? Ein Typ griff meine Mom an. Ich erstach ihn. Krass. Du hast gewonnen. Ja, ich bin echt knallhart. Wie verirrt sind wir? Gar nicht. Mhm. Ey, hab mal Vertrauen. Was ist mit diesen irren Kannibalen, auf die Joan und du getroffen seid? Sie haben euch mal verfolgt. Vielleicht gehören diese WLFs ja zu denen. Nein. Das war nicht die gleiche Gruppe. Vielleicht diese Schwarzmarktschmuggler aus Boston. Lena, Joel hatte viele Feinde. Es ist doch sinnlos zu spekulieren. Okay. Zumindest, bis wir mehr Informationen haben. Man könnte sagen, das war vielleicht einer der Leuten von David. Also diese Kannibalen, die wir ja in Teil 1 schon getroffen haben. Aber ich denke mal, das ist eine neue Gruppe. Ich, im ersten Augenblick dachte ich erst, dass Joel noch lebt. Dass er halt nur so getan hat, als wäre er sterben. Oder tot. Hat dann einen Abschiedsbrief geschrieben. Aber das war dann wohl doch der Tommy. Aber ich will das irgendwie gar nicht wahrhaben, dass Joel nicht mehr da ist. Das ist irgendwie so unrealistisch. Dann geht's hier durch, ja. Ja, er kann auch galoppieren hier. Gehen wir mal da lang her. Ellie, Autos. Ja, wir kommen hier. Wir sollten gut aufpassen. Alles klar. Ja, wo Autos sind, sind auch Menschen. Junge, Junge, was für eine Straße hier. Alles überwuchert. Können wir mal absteigen? Das können wir auch. Und wir machen mal hier wieder einen Cut. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir sind noch nicht ganz in Seattle oder doch, oder in einem Vorort. Aber, naja. Bis zum nächsten Mal. Ciao.